Herzlich willkommen zu Let's Play Uru Teil 2. Dieser Teil läuft tatsächlich etwas anders ab, denn dieser Ton ist vor dem Gameplay-Material aufgenommen worden, denn ich werde mich in diesem Teil nur mit diesen Büchern beschäftigen, die in diesem Bücherregal zu sehen sind. Denn ich habe mich herangesetzt und habe die übersetzt, beziehungsweise habe das jetzt vorab aufgenommen, wie ich es versucht habe zu übersetzen, da es etwas einfacher ist, flüssiger abläuft und dann auch etwas besser zum Anschauen ist. Genau, ich fange jetzt natürlich mit diesem ersten Buch an, was da liegt, und ich werde dann die anderen Bücher noch durchgehen. Jetzt wünsche ich dann erstmal viel Spaß damit und gebe weiter zu mir selbst. Am 625. Monat meines Lebens. Kleiner Hinweis von mir, er war also 52 Jahre und ein Monat alt. Blickte ich hinauf zum Stern von Thes am Himmel des Zeitalters Windring. Und zum Zeitpunkt meiner Geburt begann der Stern heller zu werden, bis er heller wurde als die Ringe, und mit einem plötzlichen Leuchten wandelte es Tag zu Nacht. Und ich erblickte das Feuer des Schöpfers, und er sprach zu mir. Und das Feuer des Schöpfers verließ mich. Und ich erblickte nur Finsternis, da meine Augen geblendet wurden, aber seine Worte blieben. Du wirst für eine Zeit warten, und du wirst für eine längere Zeit warten, und du wirst die Zeichen erlangen, Zeichen der Dinge, die waren, und Zeichen der Dinge, die sein werden. Und große Weisheit wird dich durchströmen, damit die, die nach dir kommen, wissen werden, dass ich der Schöpfer bin. Du wirst nach den Zeichen der Erbauer Ausschau halten, denn die Erbauer werden große Dinge der Dani schaffen. Und Dani wird wachsen und gedeihen, aber dieser Wohlstand ist ein Fluch, also ist das Zeichen der Erbauer ein Fluch. Für Leute, die sich jetzt fragen, da der Satz ist ja wachsen und gedeihen, und dann, aber dieser Wohlstand, ja, im Englischen ist prosper so viel wie gedeihen, also die Stadt wächst zum Beispiel. Und prosperity ist aber der Wohlstand eher, deswegen habe ich den Satz so gehalten. Deswegen prosper, prosperity. Du wirst nach den Zeichen der Zertrümmerer Ausschau halten, denn die Zertrümmerer werden nichts für Dani schaffen. Und Dani wird sterben, aber dieser Tod ist ein Segen, also ist das Zeichen der Zertrümmerer ein Segen. Ich muss, bevor ich den nächsten Abschnitt vorlese, einen kleinen Hinweis loswerden. Ich habe das Wort Grower übernommen, denn es ist wahrscheinlich ein Wortspiel auf Grow, was so viel heißt wie wachsen. Der Grower wäre also eher der, der etwas wachsen lässt. Aber der Wachser klingt blöd, deswegen habe ich mich dazu entschlossen, den Eigennamen beizubehalten. Der Grower ist auch ein anscheinend eine Messias-ähnliche Gestalt in der Mythologie. Deswegen lasse ich den Eigennamen so stehen, da es ein bisschen den Sinn trotzdem noch besser trifft. Du wirst nach dem Zeichen des Growers Ausschau halten, denn der Grower wird den Totenbaum sehen. Und der Grower wird die neuen Sprösslinge sehen und der Grower wird sie stutzen. Der Grower wird das neue Dani erblühen lassen, als ist das Zeichen des Growers ein Segen. Und so wartete ich einen Tag lang und hielt Ausschau nach den Zeichen, aber es gab keine. Und so wartete ich vier weitere Tage lang und hielt Ausschau nach den Zeichen, aber es gab keine. Und so wartete ich 20 weitere Tage lang und hielt Ausschau nach den Zeichen, aber es gab keine. Und so wartete ich 100 weitere Tage lang und hielt Ausschau nach den Zeichen, aber es gab keine. Und so wartete ich 600 weitere Tage lang und hielt Ausschau nach den Zeichen, aber es gab keine. Kleiner Hinweis von mir, das waren 725 Tage, also ein Jahr und 360 Tage. Ich gehe jetzt von Nicht-Schaltjahren aus. Und ich flehte zum Schöpfer, wie lange wirst du mich noch warten und Ausschau halten lassen, denn ich bin müde. Und der Schöpfer antwortete, du wirst warten und Ausschau halten, bis die Zeichen kommen, denn du bist der Watcher. Ja, ich habe Watcher auch nicht übersetzt.
bei der Begriff öfters auftaucht, weil Watch im Sinn von der Ausschau halten, ne, der Sehende, also er hält nach etwas Ausschau. Das ist im Englischen, vom Englischen aufs Deutsche zu übernehmen, ist ein bisschen ungünstig, deswegen habe ich mich dazu entschlossen, diesen Eigennamen auch beizubehalten. Und so wartete ich einen Monat lang und hielt Ausschau nach den Zeichen, aber es gab keine. Und so wartete ich für weitere Monate lang und hielt Ausschau nach den Zeichen, aber es gab keine. Und so wartete ich 20 weitere Monate lang und hielt Ausschau nach den Zeichen, aber es gab keine. Und so wartete ich 100 weitere Monate lang und hielt Ausschau nach den Zeichen, aber es gab keine. Und so wartete ich 600 weitere Monate lang und hielt Ausschau nach den Zeichen, aber es gab keine. Das sind 725 Monate, also 60 Jahre und 5 Monate. Und viele Jahre vergingen und ich war müde, hielt aber immer noch Ausschau. Und zur Zeit meiner Geburt, an diesem letzten Tag, als ich nahe der Höhle von Roleb wartete, fegte ein Wind durch die Höhle und meine Sehkraft war wiederhergestellt. Und das erste, was ich sah, waren die Treppen von Roleb und ich erklomm sie bis ganz nach oben und erblickte den großen Baum von Dani und weinte. Und der Schöpfer sprach diese Worte: Siehe, du hast nach mir gesucht und jetzt werde ich dich segnen. Heute gab ich dir die Kraft zu sehen und morgen wirst du gedeihen. Ich werde dir Weisheit geben, dich aber vom Stolz fernhalten. Die Weisheit, die ich dir geben werde, wirst du nicht verstehen. Sie ist für die, die kommen werden. Sei bescheiden und schreibe die Weisheit nieder, die ich dir zeigen werde. Und so gab der Schöpfer mir am ersten Tag 5 Zeilen der Weisheit und ich schrieb die 5 Zeilen in 5 Abschnitte, eine in jeden Abschnitt. Und so gab mir der Schöpfer am zweiten Tag 5 weitere Zeilen und die zweiten Zeilen in jedem der 5 Abschnitte. Kleiner Hinweis, ich habe tatsächlich Zeilen und nicht Sätze genommen und das hat einen guten Grund. 125 Tage lang gab mir der Schöpfer jeden Tag 5 Zeilen der Weisheit und sie wurden den Abschnitten hinzugefügt. Und danach ruhte ich. Und so wurden mir die Worte des Schöpfers gegeben. Aber ich weiß nicht, ob es Zeichen der Dinge sind, die waren, oder Zeichen der Dinge, die sein werden. Und so habe ich die Zahlen niedergeschrieben, damit die nach mir kommen werden, die Weisheit des Schöpfers kennen werden. Kleiner Fun Fact: Als er das schrieb, muss er also ca. 114 Jahre und 10 Monate alt gewesen sein, von den genannten Zahlen her geschätzt. Also ich habe es grob zusammengerechnet und bin auf 114 Jahre gekommen und 10 Monate. Okay, hier kommt jetzt der Abschnitt 1, ja, ich habe Section mit Abschnitt übersetzt. Es hätte natürlich auch Sektion 1 sein können, aber ja, ich habe mich jetzt dazu entschlossen. Hier sieht man auch, warum ich Zeilen gemeint habe, denn man sieht links so eine Art Klammer, die symbolisiert eine neue Zeile und rechts sieht man ja, dass manche Sätze über die Zeilen hinausgehen. Manchmal hat man auch Doppelsätze quasi. Deswegen habe ich mir gedacht, Zeilen macht Sinn. Weil Lines sind eigentlich Zeilen, können aber auch Sätze meinen. Verehre den Schöpfer, wertschätze das Gemachte. Hier liegt Weisheit. Die Tür liegt am Ende des Pfades. Wer wird sich treffen? Viele. Wer wird das Ende erreichen? Wenige. Der Grower nimmt Zeit. Der Grower wird Licht bringen. Der Grower wird Zeitalter haben. Nimm Zeit und beweg sie hin und her. Bring Licht und gib sie zu den dunklen Orten. Habe Zeitalter und verbinde sie ohne Einbände. Das heißt tatsächlich so. Wieder laute Schreie. Kann es geschafft werden? Nein. Wir trauern um unsere Verluste. Niemand sieht. Im Gestein ist, wo Veränderungen gefunden werden. Wegen den Tunnels hat sich Dani für immer verändert.
Neue Ereignisse umgeben uns, erwarten unsere Ankunft. Der Pfad nach links oder nach rechts? Das ist die einzigste Macht der Menschheit. Ja, Man heißt, ich schätze in dem Fall Menschheit, meint die komplette Menschheit. Der Grower führt in die Dunkelheit, während die Täuscher im Licht baden. Der Grower erhebt die Wahrheit in der Abwesenheit von Augen, während die Täuscher sie, also die Wahrheit, mit einem klaren Blick segnen. Ohne den Grower, die sind wie der Grower, würden nie lernen. Ohne den Grower, der Name, den jeder kennt, würde nicht existieren. Ein bisschen was zu kennen, ist der Pfad der Weisheit. Ein süßes Aroma steigt auf. Könige und Propheten, die Stolzen haben den Gestank des Todes. Das Vergehen von Zeit bringt den Pfad zu den Versammelten. Eine Lücke wurde geschnitten oder wurde gebrochen und jetzt sind die Pfade verbunden. Das Geben von Gaben, also in dem Fall eher so Geschenke, im Sinn von Geschenke, heilt die Wunden des Erbauers. In Käfigen weinen sie. Zeit und wieder. Diamond again, also immer wieder wahrscheinlich ist gemeint. Aber ohne ihre Tränen bleibt Wahrheit versteckt. Dein Weinen oder dein Schrei ist dein Ruf. Wenn niemand sie hören wird, weine um uns. Die Entscheidungen der Weisen bringen den Schöpfer Vergnügen. Das Treffen von Welten ist Tod und Leben. Sie zählen Jahre und Monate. Eine lange Woche ist kurz wie ein Zeitalter lang. Es ist Lärm, wo Stille war. Licht, wo zuvor keins war. Steine stehen aufrecht und Felsen fallen nach unten. Und sie sahen zu, immer, nicht wissend, Stille wird zurückkehren, Licht wird vergehen, Stein wird fallen, Felsen wird wachsen, wieder. Aus dem Schatten der Wunde heraus wird Geschichte neu geschrieben. Die Krankheit wird sich ausbreiten, bis Dani nicht mehr gerettet werden kann. Sie sind 7, also die Anzahl, nicht vom Alter. Aber wenig tun sie realisieren. Nur 4 sehen, wie sie sehen. Denn 7 sind 1 und 1 sind 7. Das Schreiben von Verbindungen ist eine Gabe, die gewertschätzt werden soll. Wo sind unsere Leute? Wer sind unsere Leute? Was sind unsere Leute? Rufe die, die in den Straßen sterben. Das bröckelnde Wand wird aus dem Inneren kommen. Die Geschichten der Zerstörer oder des Zerstörers werden der Anfang einer Bürde sein. Die Bürde zu tragen haben, werden von außerhalb kommen. Die Bürde der Überreste werden auf seine Schultern gelegt. Sei still und der Pfad wird bekannt gemacht werden. Was wird wachsen? Der Baum aller Dinge. Wer wird ihn wachsen lassen? Der Grower. Seiten brennen, Tinte wird verschüttet. Ist dort niemand, der uns beschützen wird, wenn wir uns gegeneinander stellen? Bücher werden deine Festung sein und dann wirst du sterben. Der Zerstörer wird diesen großen Baum der Boshaftigkeit niederschneiden. Ein anderer Ort wird ihr Zuhause. Tanze und feiere, denn der Baum wächst wieder. 7 nameless abused wäre ja 7 namenlose misshandelt. 6 gerufene misshandelt. Oder 6 wurden verschmäht. 5 werden weggeschickt. 4 werden an 3 verkauft. 3 erwarten ohne 18. 2 eine von 8. Einer oder eine trägt Farben und hält Papier. Gift füllt das Herz von vielen.
Neue Luft dringt in manche ein. Glaube. Denn der Schrei, den du hörst, hat keinen Atem. Alte Arten werden beibehalten, nur um zu testen. Ja, Old Ways wäre die alte Art. Fluche regieren über die anderen. Von den Lippen der Stolzen. Augen werden entfernt. Jedoch wird der Blick wiederhergestellt. Also die Sehkraft, Sight, also die Fähigkeit zu sehen. Hier beende ich den Part, da ich leider keine Zeit mehr gehabt habe, weil mir ein paar andere Sachen dazwischen gekommen sind. Das bitte ich zu entschuldigen. Ich hoffe, es hat trotzdem gefallen und beim nächsten Mal geht es dann mit den restlichen Büchern weiter. Bis dann.